Ich bin aufgewachsen in einer ganz normalen Familie. Wie viele andere auch. Behütet und geborgen. Opa, Opa, da bist du ja endlich. Meine kleine Elsa. Mein Opa war mein Ein und Alles. Ich habe ihn und seine Geschichten aus dem Dritten Reich geliebt. Wie lautet die Parole, Gefreiter Elsa? Für Führer, Volk und Vaterland. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Hört zu, was wir zu sagen haben! Hört nicht auf die Lügenpresse! Seht, was passiert! Wie man eure Kinder in der Schule belügt! Wie man den Homokult in diesem Land hochleben lässt! Wir sind beide an Veränderung nicht per se interessiert. Viele Kinder zu haben, die rassisch rein sind, ist ganz wichtig. Und in dem Geist werden natürlich auch dann die Kinder geprägt. Ich bin eigentlich damit aufgewachsen, einfach mit einer gewissen Angst auch gegenüber vor allem Türken damals. Das Christentum ist auch eine Wüstenreligion, die hier nach Deutschland mit Zwang eingeführt worden ist. Wer weiß nicht, ob es dann nicht auch eine Zwangsislamisierung hier irgendwann gibt. In Österreich haben wir die konservativste Regierung seit eh und je. Das ist großartig und ein Fenster in die Zukunft für Deutschland. Als Kind mussten wir immer stark sein. Wir durften nicht weinen und uns an nichts zu sehr binden. Jeder von uns hat das auf seine Art und Weise erlebt. Alles beginnt mit unserer Erziehung. Der Kampf für unsere Heimat ist unsere heilige Pflicht.